Historische Rennwagen, legendäre Fahrernamen und packender Motorsport. Das ist das Erfolgsrezept der Tourenwagen Classics. Nicht mit Spaß dabei, Prinz Leopold von Bayern in seinem ehemaligen Einsatzfahrzeug, dem Vogelsang BMW M3 von 1989. Reinfahren in das Fahrerlager, bis zu hierher sind es vielleicht 5 Minuten. Ich brauche noch eine Dreiviertelstunde. Und wenn mich dauernd Leute anschauen und sagen, Mensch, Paul, ist ja toll, dass du auch mal wieder mitfährst. Und wir freuen uns alle, wenn wir uns wieder sehen. Und das ist einfach so wie so eine Familie, die eine Zeit lang auseinandergegangen ist und wieder sich trifft hier, gerade bei diesem wunderbaren Oldtimer Grand Prix. Besondere Freude auch bei Vogelsang-Teamkollege Ralf Barr, der zusammen mit Harald Groß im letzten Rennen ausgeschieden war. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Der Motor war komplett im Eimer und wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass wir gar nicht mehr fahren können dieses Jahr damit, weil wir eben warten müssen, bis der Ersatzmotor aufgebaut ist. Und dann hat sich der Steffen Trautwein, also der Papa von Yannick, stark gemacht und hat mir dann gesagt, noch am Rennwochenende, dass er jemanden weiß, der ein Diebes 90er Auto hat und aus dem hat er wohl einen Motor rausgeholt, weil er einen Letztstand wollte und den könnten wir möglicherweise haben. Ist aber einer mit Schieber. Und 2,5 wohl oder 2,3, das war bei Diebels nicht so eindeutig in den 90er Jahren. Ja, und dann haben wir gesagt, weißt du was, den nehmen wir. Der Richter hat den eingebaut, musste natürlich einiges geändert werden. Und letztendlich war er auf der Rolle vor ein paar Tagen und ist gelaufen. Dann setzte sich das Feld in Bewegung. Rot ist immer noch geschaltet und jetzt schauen wir gleich, da ist das grüne Licht und da geht die Partie los. Beeindruckend, dann der Start zum 4. Lauf der Tourenwagen Classic. Dabei klarer Sieger, Anton genannt Toni Werner im Audi 80 Competition. Der sich erst an Thorsten Stadler im Eleanor Mercedes vorbeischieben kann, um kurze Zeit später auf Jörg Hatscher zu passieren. Auch Unfall bereits in Umlauf 2. Eieiei, meine Herren, da hat er den Irmler aber abgeräumt. René Ruch zu spät auf der Bremse räumt Stefan Irmler gleich mit ab, der mit dem gerade erst neu aufgebauten Opel ebenfalls im Kiesbett stecken bleibt. Unverletzt aber mit unbekannten Schaden das Aus für beide. Und dann ein doppelter Schreckmoment an anderer Stelle für das Team Vogelsang. Nach einem Dreher von Dr. Michael Vogt kann Prinz Leopold ausweichen. 2 Unfälle auf der Strecke. Safety Call. Nach einem Dreher von Dr. Michael Vogt kann Prinz Leopold ausweichen. 2 Unfälle auf der Strecke. Safety Call. Nach vorne. Auslöser der 2. Safety-Car-Phase in diesem Rennen, Prinz Leopold von Bayern. Nach seinem Dreher auf einer Ölspur musste der BMW von der Strecke geborgen werden. Weiter geht's mit der Tourenwagen Classics am 1. und 2. September mit dem 5. Saisonlauf beim Historic Grand Prix in Sandford. Danke, tschüss, kommt alle gut nach Hause.